Hallo ihr Lieben, ich habe heute einen ganz besonderen Gast für euch. Gregor Gysi hat sich bereit erklärt, zum bedingungslosen Grundeinkommen mit mir ein kleines Gespräch zu führen. Viel Spaß. Ist praktisch, entschuldige, das ist die Fortsetzung dessen, was wir damals gemacht haben. Wir sehen uns heute zum ersten Ach Mal. so, Ich nee, bin ja dann kommen die völlig aus erst dem Donnerstag. Häuschen. Alles klar. Genau, und der Thilo Jung, der kommt Ja, am Donnerstag, genau. gut. Aber Also, das, dann müssen Sie nochmal in die Hände klatschen. das machen die Hör ich schon. sowieso gerne. Das Klatschen in die Ja, Hände. Ja, also Herr Gysi, schön, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns. Ende Mai hatten Sie mit dem Thilo Jung bei Jung und Naiv eine Zuschauerfrage bekommen. Da wurden Sie gefragt, was Sie vom bedingungslosen Grundeinkommen halten. Und da sagten Sie, ja, nee, das ist nicht so mein Ding. Ich kann keinem erklären, der fleißig ist, warum er für jemand anderen mitarbeiten soll, der keine Lust hat oder faul ist. Das war so war sinngemäß. so ein Teil der Begründung. Gibt noch Genau, mehrere und es gab Begründungen. noch so den zweiten Teil von wegen, dass es klar ist, dass Menschen, die in Not sind oder krank sind, dass die natürlich sozial abgesichert sein sollen. Das sei selbstverständlich. Aber eben dieser spezielle Punkt, dass eben ein bedingungsloses Grundeinkommen ausgezahlt wird. Und dann sagten sie einfach, ja, nee, das ist nicht meine Welt. Das fand ich super sympathisch. Und dann habe ich mich ermuntert gefühlt, ihnen eine E-Mail zu schicken. Und war sehr angetan, dass sie sie auch beantwortet haben und mir gesagt haben, so, ja, machen wir halt einen Termin, ist in Ordnung. Alles klar. Deswegen möchte ich ganz gerne auch direkt mit Ihnen in diese Debatte einsteigen. Also vielleicht können Sie einfach mal zusammenfassen, was sind denn Ihre Bedenken im Zusammenhang mit dem bedingungslosen Grundeinkommen? Also das Erste ist, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen ja jeder Mensch in Deutschland erhielte. So ist es. Also auch ich. Das finde ich völlig überflüssig, solange ich die Diäten des Bundestages kassiere und andere Einnahmen habe. Warum soll ich an die ganzen Bestverdienenden noch ein bedingungsloses Grundeinkommen auszahlen? Wenn ich aber sage, nee, an die Gutverdienenden nicht, nur an die anderen, dann ist es wieder nicht So bedingungslos. ist es. Dann ist es ja wieder an Kriterien geknüpft. So ist Also es. das ist meine erste große Schwierigkeit. Ich sehe weder ein, dass der Chef der Deutschen Bank, um mal einen ganz Reichen zu nehmen, oder Milliardäre, die sind ja noch viel reicher, oder eben auch Bundestagsabgeordnete und so weiter, dass die ein bedingungsloses Grundeinkommen haben. Wenn wir das einführten, wäre es auch wahnsinnig teuer. Ich weiß gar nicht, da müssten wir die Mehrwertsteuer wahrscheinlich auf 50 oder 80% erhöhen, um das Ganze finanzieren zu können. Wenn aber die Mehrwertsteuer so teuer wäre, dann muss wieder das bedingungslose Grundeinkommen gesteigert werden, weil sonst können ja die Ärmeren davon nicht leben. Zweitens, das Ganze ist in Wirklichkeit ein FDP-Gedanke. Nicht wirklich, aber ich lasse Sie trotzdem mal reden und dann. Ein Genau. FDP-Gedanke insofern, nicht jetzt im Original, dass die wollen, dass die Unternehmen keine Beiträge mehr in die Rentenversicherung, in die Arbeitslosenversicherung bezahlen müssen. Und das kriegt man nur hin, indem man ein bedingungsloses Grundeinkommen einführt. Okay. Weil sie sagen, dann kriegt jede Bürgerin und Bürger ihr Entgelt, dann muss ich sie nicht mehr schützen im Alter, ich muss sie nicht mehr schützen bei Arbeitslosigkeit. Das bedeutet dann allerdings, dass es also gesetzliche Rente gar nicht mehr gibt. Und Arbeitslosengeld auch nicht mehr gibt. Wenn man arbeitslos wird, hat man eben sein bedingungsloses Grundeinkommen. Und Punkt. Und im Alter auch. Und die es sich leisten können, können sich zusätzlich privat versichern und die anderen bekommen eben nur das bedingungslose Grundeinkommen. Wird schon mal sehr schwer, dann die Höhe zu bestimmen. Und das dritte Bedenken wollte ich erklären. Also, wir haben natürlich ein Artikel 1 des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar. Wir haben keinen Zwang zur Arbeit, das ist auch richtig. Und natürlich darf auch jemand faul sein und keine Lust haben. Der muss auch was bekommen und muss leben können. Das weiß ich. Aber ich möchte, dass derjenige, der sich engagiert, der zum Beispiel auch bei Hartz IV mehr Anträge stellt, der Arbeit sucht und so weiter, oder der, der krank ist, der es gar nicht kann, dass der einen Bonus kriegt. Ich Okay. möchte, dass der mehr bekommt als der andere. Ein bisschen differenzieren, finde ich, muss schon sein. Denn die Schwierigkeit besteht ja wirklich in Folgendem. Wenn es ein bedingungsloses Grundeinkommen gibt, müssen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dafür unentgeltlich arbeiten. Ich will es Ihnen erklären, warum unentgeltlich. Machen Sie sowieso, weil sonst hätten wir keine Krankenhäuser und nichts etc. Egal, ob du das indirekt oder direkt machst über Steuern und so. Und zwar deshalb, weil wenn jemand nicht arbeitet, und ich rede jetzt nicht von den Kranken, der es nicht kann, das ist dann eine Solidarleistung, aber wenn jemand nicht arbeitet, obwohl er könnte, weil er keine Lust dazu hat, und trotzdem bekommt er jeden Monat seine Lebensmittel
seine Waren, seine Miete, alles bezahlt. Muss das ein anderer erarbeiten? Das ist der Punkt, sonst gäbe es das ja nicht. Und das fällt dem nicht leicht. Ergo, wenn ich trotzdem sage, kein Zwang zur Arbeit, Würde des Menschen, der bekommt was, dann muss ich dem aber wenigstens sagen, dass diejenigen, die sich engagieren oder die krank sind, dass die mehr bekommen. Dafür hat dann die Arbeitnehmerin und der Arbeitnehmer auch Verständnis. Wenn ich mich zu weit von ihm entferne, sage, das spielt alles gar keine Rolle, dann wird das für ihn ein Problem. Und allein die Tatsache, dass er selber auch ein bedingungsloses Grundeinkommen bekommt, ändert aber nichts daran, dass er es anders erarbeiten muss als andere. So, das war mal eine Zusammenfassung. Genau, also ich bin ganz stolz auf mich, dass ich das so alles runtergeleiert bekommen habe. Ja. Also Punkt Nummer eins, ein bedingungsloses Grundeinkommen ist nichts anderes als der ausgezahlte Einkommenssteuerfreibetrag. Das heißt, ich mache nichts anderes, als einen zeitlichen Verlauf zu verändern. Wenn ich jetzt unter den jetzigen Bedingungen meine Einkommenssteuererklärung abgebe, irgendwann am Ende der Fiskalperiode oder so, dann weiß halt eben das Finanzamt, ob ich jetzt nun Geld zurückkriege oder ob die halt eben von mir Geld bekommen. Das heißt, dann ist es buchbar. Wenn ich zum Beispiel in Form einer negativen Einkommenssteuer, das ist dann nicht das bedingungslose Grundeinkommen, aber so eine Art Zwischenschritt dazu, negative Einkommenssteuer heißt, man definiert einen Betrag, den jeder Mensch zum Leben braucht. Und wenn es kein eigenes Einkommen gibt, dann wird dieser Betrag einfach monatlich vom Finanzamt ausgezahlt. Das wäre nach den jetzigen Verhältnissen mit 8.300 Euro Steuerfreibetrag pro Monat 696 Euro. Damit haben wir schon fast zwei Drittel des bedingungslosen Grundeinkommens abgedeckt. Und wir haben noch keinen einzigen Cent in die Hand genommen und wir haben noch keine Kosten für einen Staatsapparat erzeugt, für eine Verwaltung. Also deswegen sage ich zum Beispiel auch immer, das bedingungslose Grundeinkommen ist ein reines Nullsummenspiel. Wenn man es einmal verstanden hat, dann ist das nicht mit zusätzlichen Kosten verbunden. Was ich sehr spannend dann finde... Dann würde es das schon geben. Nein, weil die Menschen ähnlich Schwierigkeiten haben, wie sie sich das vorstellen zu können. Ja, aber das stimmt ja auch nicht, was Sie sagen. Und zwar, wenn Sie das damit gegenrechnen, zum Beispiel mit dem Freibetrag gegenrechnen, dann trifft es ja wieder viele nicht. Weil wir jetzt die Situation haben... Dann ist es wieder haben. Nicht bedingungslos. Nein, Moment, langsam. Es trifft sehr wohl alle, weil nämlich sozusagen mit dem Tag der Geburt jeder eine Einkommenssteuernummer bekäme. Und in dem Falle würde natürlich, ein Kind hat kein eigenes Einkommen, dieses Kind halt erst einmal diesen Einkommenssteuerfreibetrag, den es eigentlich nicht juristisch erbringen kann, weil es ja keiner entgeltlichen Arbeit nachgeht oder Sozialversicherung. Also im Augenblick bekommt doch das neugeborene Baby den Betrag nicht. Allerdings schon über die Kinderfreibeträge, ja. Die Eltern in dem Falle, ja. Genau. Aber wenn sich die Kinderfreibeträge ankommen, rechnet sich das nicht, das Kindergeld können sie auch noch dazu nehmen. Bei Rente ist es noch trauriger. Das heißt, ich könnte Ihnen zig Fälle aufzählen, wo das nicht stimmt mit Ihrer Rechnung, meine ich. In bestimmten Fällen stimmt es schon. Das ist ja auch der Grund, warum ich so ein Fan von Ihnen bin, weil ich ja sage, Sie als Linker fordern genau die richtigen Sachen, nämlich gesellschaftliche Teilhabe. Richtig. Also für mich ist das ja auch eine Bedingung, die erfüllt sein muss, sonst handelt es sich nicht um ein echtes bedingungsloses Grundeinkommen, nämlich die soziokulturelle Teilhabe muss damit gesichert sein. Das ist ja auch das. Und dann ist aber das Entscheidende, dass der Betrag, der zur Auszahlung kommt, davon abhängig ist, welche zusätzlichen Dienstleistungen, Gemeinwesendienstleistungen kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Also ich sage mal zwei Stichworte. Die Piratenpartei setzt sich für einen ticketlosen ÖPNV ein. Die Linke setzt sich viel weiterreichend für eine gebührenfreie Infrastruktur ein. Wenn ich jetzt nur mal das Beispiel ticketloser ÖPNV, also öffentlicher Personennahverkehr, wenn ich das benutze, dann ist das ungefähr ein Betrag von ungefähr 150 Euro im Monat, die man weniger benötigt. Also ich mache das mal anhand des Studententickets. Darf ich Ihnen trotzdem widersprechen an dem Punkt? Das ist völlig richtig. Ich bin auch dafür. Weil ich sage, der Zugang zu Bildung, zu Kunst, zu Kultur und mithin auch die Nutzung der Mobilität muss für jede und jeden gegeben sein, und zwar chancengleich gegeben sein. Genau. Nur der reichere Teil der Bevölkerung nutzt den ÖPNV nicht. Das heißt, das ist aber dann deren Entscheidung und dann müssen wir die Mehrkosten für Individualverkehr auf sich nehmen. Ja, ich habe ja nichts dagegen, dass sie das auf sich nehmen. Bloß, da stimmt dann wieder ihre Rechnung nicht, weil ich denen ja trotzdem den Betrag auszahlen muss, obwohl sie den im Unterschied zu den anderen, den öffentlichen Nahverkehr gar nicht nutzen. Nein, das Prinzip ist wie beim Studententicket. In Nordrhein-Westfalen, und ich bin in anderen Bundesländern auch, gibt es das Studententicket. Jeder Student muss, das ist irgendwann mal vor 10 Jahren so vereinbart worden,
einen Betrag ungefähr 160 Euro aufbringen. Und damit kann man das gesamte Semester in Gesamt-NRW den ÖPNV benutzen, ohne zusätzliche Kosten. Richtig. Das ist umgerechnet auf den Monat ungefähr 30 Euro. Also eine Art Pro-Kopf-Pauschale für den ÖPNV, die man aufbringen muss. Wenn ich als Erwachsener ein Monatsticket für Nordrhein-Westfalen haben will, dann muss ich ungefähr 180 Euro aufbringen. Und diese Differenz von 1 zu 6, das reduziert den Betrag, den man zum Beispiel als bedingungsloses Grundeinkommen auszahlen muss. Das macht einen wesentlichen Unterschied. Das heißt, wenn wir sagen würden, 1000 Euro bedingungsloses Grundeinkommen, dann wäre das jetzt nur noch 850, die gebraucht würden. Und 30 kriegt der Bürger gar nicht erst in die Hand, sondern werden direkt an die Verkehrsbetriebe ausbezahlt. Das heißt, man zahlt 820 aus, man hat Mobilität als Teil des Standard. Aber das 80 Millionen Mal, das dürfen Sie nicht unterschätzen. Das ist wohl richtig. Aber da ist genau immer der Punkt, es heißt ja zum Beispiel, ja, 80 Millionen Bürger, wenn man das mal 1000 rechnet, das sind ja 960 Milliarden Euro im Jahr. Aber jetzt kommt wieder was ganz Spannendes. Je nachdem, wie Sie die Rückzahlungsmodalitäten oder die Refinanzierungsmodalitäten machen. Ich bin zum Beispiel ein Favorit, anders als zum Beispiel Attac oder Die Linke, von dem Mehrwertsteuermodell, zum Beispiel von Götz Werner. Und zwar aus dem einfachen Grunde, das hat mir nämlich mein Steuerberater erklärt, der sagte, die Mehrwertsteuer ist die, die am schnellsten an das Finanzamt zurückgeht, also an den Staat oder an die Verwaltung zurückgeht. Das stimmt. Und damit, wenn man zum Beispiel eine Refinanzierung über die Mehrwertsteuer machen würde, würde man die Liquidität des Staates erheblich erhöhen. Ja, aber es gibt zwei Probleme bei der Mehrwertsteuer. Das eine Problem der Mehrwertsteuer besteht darin, dass Unternehmen, das ist immer noch nicht vollständig korrigiert, eine Mehrwertsteuer, die sie in Rechnung gestellt haben, bezahlen müssen, auch wenn die Rechnung nicht bezahlt wurde. Das ruiniert Unternehmen. Das geht überhaupt gar nicht. Sondern ich sage, man kann eine Frist regeln, 2 Wochen nachdem der Unternehmer sie bekommen hat, muss er sie auch abführen. Aber man kann nicht sagen, auch wenn er sie gar nicht bekommen hat. Aber das, das ist nur ein kleines Problem. Das größere Problem besteht im Folgenden, das ist eine Verbrauchssteuer. So ist es. Verbrauchssteuer hat nie was mit der Leistungsfähigkeit der Betroffenen zu tun. Nein, aber nur das indirekt, weil ich natürlich einmal teurere Produkte kaufe, etc. Wenn ich Vermögen oder Einkommen nehme, dann gehe ich auf die Leistungsfähigkeit desjenigen. Wir haben nämlich eine Verschiebung seit Jahren von Vermögen- und Einkommenssteuern hin zu Verbrauchssteuern, wo es, ich sage immer der Hartz-IV-Empfängerin, die immer denkt, sie zahlt keine Steuern. Doch, sage ich, sie zahlen Mehrwertsteuer. Immer natürlich, wenn sie was einkaufen, jeder zahlen jeder Flüchtling, sie, der nach Deutschland kommt, zahlt Steuern. Ja, das war einfach schon dadurch, dass er einkauft. Ja, klar. Deshalb ist die Mehrwertsteuer praktisch, aber sie ist nicht besonders gerecht. Also ich mache das jetzt im November, im 10. Jahr. Ich bin also jetzt im November mit meinem 10-Jährigen beschäftigt. Deswegen bin ich auch umso happier, dass wir dieses Gespräch führen können. Das Ding ist einfach, zu Beginn habe ich immer gesagt, okay, alle Steuern abschaffen, 100% Mehrwertsteuer. Davon bin ich inzwischen abgerückt. Ich habe also selbst so ein, ich nenne das 4-Säulen-Modell, wo ich das, was ich schon genannt habe, nämlich ticketloser ÖPNV oder gebührenfreie Infrastruktur als Bestandteil drin habe, einen relativ hohen Anteil an Mehrwertsteuer, eine Ökosteuer und dann noch einen vierten Punkt, den so gut wie niemand kennt, nämlich Besteuerung von am Boden gebundenen Ressourcen, wie zum Beispiel Frequenzen. Wir haben ja die UMTS-Frequenzen einmalig versteigert. Aber ich kenne niemanden, der einmalig einen Betrag an seinen Provider bezahlt und dann das Telefon nutzen kann. Man muss monatlich bezahlen. Das ist auch so eine Schaufel von fleißig zu reich. Das war, glaube ich, Riester, wenn ich mich recht entsinne. Ne? Das weiß ich jetzt nicht mehr, aber das war im Jahrtausendwende. Auf jeden Fall, das kann man durchaus besteuern. Das ist am Boden gebundene Ressource. Also die Umstellung von analog auf Digitalfernsehen hat die Frequenzen verzehnfacht. Aber das geben wir einfach her. Und das so, für mich aber das Argument, warum diese Mehrwertsteuer bzw. Ökosteuer, derjenige, der viel aus dem System herausnimmt, der soll halt eben auch einen hohen Anteil an Steuer aufbringen. Also Beispiel, ich kaufe mir einen Ferrari für 250.000, kann ich mir nicht leisten, aber wenn ich das könnte, dann wäre mit so einem Modell 100% Mehrwertsteuer, wäre für alle transparent, 125.000 sind Steuern, die aufgebracht werden. Und 125.000 kostet das Auto netto. Darf ich 2 Gegenargumente bringen? Im Unterschied zum ärmeren Teil der Bevölkerung können die Reichen entscheiden, wo sie kaufen. Die müssen nicht in Deutschland kaufen. Der kann auch in Monaco kaufen das oder anderswo. Das ist aber kein Problem, weil es Einfuhrzölle gibt oder geben kann. Gibt es nun gar nicht mehr innerhalb der EU. Da ist ja alles zollfrei. Moment. Aber ich denke, das BGE weltweit. Ich denke, das BGE muss man irgendwo anfangen. Dann fängt er eben an mit der EU. Also dann kommt da zu keinen Zöllen. Das ist auch nur ein Argument. Ich habe noch ein zweites Argument. Das zweite Argument besteht darin, dass bei den Reichen irgendwann eine materielle Bedürfnisbefriedigung eingetreten ist.
dann kommen sie mit ihrer Verbrauchssteuer überhaupt nicht weiter. Dann spekulieren die weltweit. Und wenn man auf die weltweite Spekulation keine Steuern erhebt, dann können sie sich auch so verspekulieren, dass dann wieder alle Steuerzahler und Steuerzahler es ihnen ersetzen, weil unsere Regierung so gestrickt ist. Also ich bin zum Beispiel für eine Vermögenssteuer, ich bin auch für eine, sagen wir mal, Tobin-Steuer oder Transaktionssteuer. Das hat aber erst einmal mit dem bedingungslosen Grundeinkommen nichts zu tun. Das ist richtig. Oder man könnte sagen, diese Finanztransaktionssteuer wäre eine Art Mehrwertsteuer auf Finanztransaktionen. Das ist aber für mich eine Detailfrage. Ja, alles für klar. Mich ist viel, viel entscheidender, wenn wir uns im Gespräch darüber unterhalten. Ich finde das so spannend. Sie haben Ihre drei Einwände ganz zu Beginn. Die haben eine Sache offenbart, die in meinen Augen, nämlich, Sie reden von Arbeit und Sie meinen die ganze Zeit nur Erwerbsarbeit. Ja, ja. Denn 2/3 der Arbeit in dieser Gesellschaft wird von Frauen geleistet oder im Ehrenamt und wird unentgeltlich geleistet. Richtig. Und ich glaube, mit einem bedingungslosen Grundeinkommen macht man auch diese Arbeit, dass man eine Wertschätzung aufbringt. Das ist jetzt im Moment nicht gegeben. Darf ich Ihnen sagen, dass das... Und es gibt noch einen zweiten Nachteil. Darf ich Ihnen sagen, dass das nach einem Jahr weg ist? Weil nach einem Jahr kommt Folgendes. Einer macht kein Ehrenamt, macht das alles nicht, kriegt das Gleiche. Dann sagt der mit dem Ehrenamt, ich bin ja nicht entlohnt. Weil das bekäme ich ja auch, wenn ich das Ehrenamt nicht machte. Verstehen Sie? Sie kommen da nicht wirklich weiter. Wissen Sie, was ich vorhatte, als wir hergekommen sind? Dann müssen wir Hausarbeit bezahlen. Das wäre zum Beispiel wieder sinnvoll. Da gibt es ja schon so ganze Theorien, das ist aber noch was anderes. Aber wenn wir das nicht machen, weil Sie ja bedingungslos machen, kommt doch immer heraus, dass diejenigen, die sich jetzt benachteiligt fühlen, weil sie sagen, ich leiste Hausarbeit unentgeltlich, ich mache das Ehrenamt unentgeltlich, und dann sagen Sie, die bekommen das bedingungslose Grundeinkommen, das ich aber auch bekomme, und leisten die Arbeit weiter und haben plötzlich das Gefühl, dass sie dafür bezahlt werden. Das haben die nicht. Weil die anderen, die das nicht machen, bekommen ja das gleiche Geld. Und dann sagen sie, dafür, dass ich das mache, bekomme ich wiederum nichts. Aber sehen Sie, nichts. Herr Gysi, mir fällt einfach auf, dass Sie, ich darf das so direkt sagen, in Ihrer Argumentation wie eine Art Zirkelschluss drin haben. Ich argumentiere andersherum. Ich sage, jeder Mensch, Artikel 1 haben Sie eben gesagt, hat seine ureigene Würde, die ist unantastbar. Da wir nicht, wir sind keine Pflanzen, wir können nicht einfach unsere Arme in die Luft strecken und die Sonnenstrahlen ernähren uns, sind also darauf angewiesen, dass wir von allen anderen Menschen irgendwas bekommen, weil sonst verhungern wir. Und naja, in einer Million Jahren sind wir auch noch durch den Wald gezogen und haben uns. Da gab es aber keine Besitzrechte. Das ist nämlich ganz was Spannendes. In dem Moment, wo es Besitzrechte gibt, kriminalisiert man alle anderen. Man schließt, also privare, das alte römische Wort, ne, heißt ja, der Öffentlichkeit entziehen und damit rauben. Naja, bei dem berühmten Roman von, jetzt ist der Name weg, helfen Sie mir mal, mit Freitag. Ach ja, Robinson Crusoe. Bei dem berühmten Roman von Robinson Crusoe ist ja auch interessant, dass der Eigentumsbegriff nicht entsteht, erst als Freitag dazukommt. Genau. Weil dann plötzlich, was ist meins, was ist deins. Genau. Aber es gibt ja noch eine andere interessante Erfahrung, würde ich nur bei der Frage mal reinbringen. Die Menschen waren ja nicht sesshaft, sondern sammelten und jagten und liefen immer umher. Und sie wurden erst sesshaft, als es ihnen gelang, Tiere zu domestizieren. Und da mussten sie dann auch eine Landwirtschaft entwickeln. Und interessant ist doch, dass es in Australien nie eine solche Entwicklung gab, bis dann die Europäer dorthin zogen. Ja, genau. Und das lag daran, dass sie keine Tiere hatten, die man domestizieren konnte. Okay. Und dadurch haben die sozusagen eine andere Entwicklung genommen. Aber das führt uns weit weg von ihrem bedingungslosen Grundeinkommen. Naja, nicht ganz, weil ich zum Beispiel, ich rede in meinen Vorträgen, also ich mache halt ziemlich viele Vorträge zum BGE und ich erwähne immer gerne ein fiktives Dorf aus der Steinzeit, wo halt die 15 oder 20 jüngsten und stärksten und flinksten losgezogen sind, das Mammut zu erlegen. Und wenn die wiedergekommen sind, dann hat aber jeder davon gekriegt. Auch die Alten, die vielleicht nicht mehr so leistungsfähig waren. Ja, vor allen Dingen und das die ist Frauen. Für mich, aber die Frauen genau. Mussten die ganze Zeit sammeln und dann lagen die auf ihren Mammutfällen und haben geschlafen. Also die Ungleichbehandlung von Frauen und Männern gab es schon damals. Ja, jetzt verstehe ich aber auch, dass Sie einen Wert auf eine andere sozusagen Pointe der Geschichte legen als ich. Die Pointe meiner Geschichte, das soll es geben, habe ich schon mal gehört. Ja, ja. Die Pointe meiner Geschichte sieht ja vor, selbst wenn man sagt, die mussten halt ein größeres Schnitzel kriegen, weil die halt mehr Energie brauchten für die nächste Jagd. So hat aber jeder was davon bekommen. Das ist halt für mich die Idee oder das grundlegende Prinzip,
beim bedingungslosen Grundeinkommen. Nämlich erst einmal ist jeder darauf angewiesen, dass er von allen anderen versorgt wird. Sonst vergammeln wir, sonst gibt es dann. Wir sind halt in einer Fremdversorgergesellschaft. Wir sind nicht mehr in der Selbstversorgergesellschaft. Vor 100 Jahren hatte recht. Man den Acker hinterm Haus und da musste man selber dafür sorgen, dass man satt wurde. Aber wir würden doch sehr weit kommen, wenn wir zum Beispiel eine bedingungslose Grundsicherung für Betroffene haben. Nicht für mich eben, sondern für die, die kein Einkommen haben. Kann ich übrigens sagen, dass Sie als Politiker, als Abgeordneter, bekommen Sie ein bedingungsloses Grundeinkommen? Ja, nein, zumindest bekomme, während einer Legislatur. Nein, ich bekomme natürlich alles aus Steuern bezahlt. Das ist wahr. Moment, aber Sie bekommen ein bedingungsloses, nicht Grundeinkommen, weil es halt ein sehr hohes Einkommen ist, aber Sie bekommen bedingungslos für die... Sie meinen, egal was ich mache, ich kriege es immer. Stimmt nicht ganz. Wenn ich fehle, kriege ich Abzüge. Wenn ich krank bin, kriege ich auch Abzüge. Aber ein bisschen okay, stimmt das. Okay, einverstanden. Also, selbst wenn ich entschuldigt fehle, bekomme ich Abzüge. Wenn ich unentschuldigt fehle, bekomme ich höhere Abzüge. Und wenn ich krank bin, bekomme ich auch Abzüge. Das ist auch richtig. Es ist gar nicht das Thema. Worum es mir ging, ist, weil ich das gerne ein bisschen provokativ auch mal... Aber das gilt ja für jede Erwerbsarbeit. Nein. Bei einer Erwerbsarbeit ist es so, wenn Sie nicht zum Büro kommen oder was auch immer, dann werden Sie nach 2 Wochen abgemahnt und nach 3 Monaten spätestens sind Sie raus. Ja. Bei Ihnen ist es so als Abgeordneter, bis die Legislatur zu Ende ist, werden Sie die Bezüge bekommen. Ja, aber Beamte zum Beispiel bekommen auch ihre Bezüge, selbst wenn sie Fehlleistungen, da kann natürlich dann mal ein Verfahren eingeleitet werden. Das wollte ich nämlich sagen. Aber die anderen kriegen auch 3 Krankheitstage bezahlt, obwohl sie nicht arbeiten. Ich will nur sagen, es gibt immer irgendwo so ein Stück bedingungslos. Mal größer, mal weniger. Und mir geht es darum, auf diesen einen Punkt zu verweisen, es gibt in unserer Gesellschaft so 6 oder 7 Berufsgruppen, die bedingungslose Einkommen erhalten. Und ich fordere nichts anderes, als dass diese bedingungslose Einkommen für alle gewährt werden. Dass diesbezüglich in einer Grundhöhe kein Unterschied mehr gemacht wird. Aber da gibt es eine andere gesellschaftliche Akzeptanz, weil die Gruppen irgendetwas leisten für die Gesellschaft, selbst wenn das Ansehen sehr unterschiedlich aussieht. Da sind wir aber genau verstehen Sie? In der Debatte. Und Sie wollen das ja für 80 Millionen. Ich möchte das für 7 Milliarden. De facto am Ende der Geschichte will ich das für 7 ganze Milliarden. Erde, ja. Aber schauen Sie, für mich ist das entscheidende Kriterium. Es wird ja immer wieder gesagt, ja, dann geht ja keiner mehr arbeiten. Aber das sage ich ja, gar nicht. Das stimmt nicht, weil das ein wichtiges Bedürfnis ist. Also abgesehen davon, ich frage Sie, also wenn Sie ein bedingungsloses Grundeinkommen erhielten, würden Sie nicht mehr Politik machen? Ich wollte auch Ihre Frau Volkmann fragen, ob sie aufhören würde, als Sekretärin zu arbeiten. Ich höre jetzt schon auf als Fraktionsvorsitzender, ohne Ihr bedingungsloses Grundeinkommen. Nee, kommen Sie, Sie haben laut gesagt im Sommerinterview, dass Sie auf jeden Fall noch als Parlamentarier weitermachen. Ja, das mache ich ja. Genau. Aber ich wäre auch als Fraktionsvorsitzender bezahlt. Das ist ja dann weg. Ja, okay, aber das wäre übrigens nicht bedingungslos. Als Fraktionsvorsitzender kriegen Sie die Bezüge nur in dem Zusammenhang. Das Argument, dass wenn es ein bedingungsloses Grundeinkommen gäbe, die Leute gar nicht mehr arbeiten gingen, finde ich völlig falsch. Und zwar erstens wollen viele mehr verdienen als das bedingungslose Grundeinkommen, weil sie ja dann auch sich einen höheren Lebensstandard leisten können. Hinzu kommt, dass eine Art sinnvoller Beschäftigung oder zumindest eingebildet sinnvoller Beschäftigung das Bedürfnis ist. Und übrigens noch stärker bei Männern als bei Frauen. Das liegt aber daran, dass Männer ein eingeschränktes Bewusstsein haben. Sie definieren ihre Bedeutung fast ausschließlich über ihre berufliche Tätigkeit, während eine Frau, wenn du zum Beispiel Kinder zur Welt bringst etc., eine viel breitere Sicht über ihre Bedeutung hat als wir Kerle. Ich gestehe, dass ich in den letzten Wochen vermehrt Interviews mit Ihnen geguckt habe. Ach, das muss ich Ihnen überhaupt erzählen. Ich habe Sie das erste Mal live erlebt in Köln zum Wahlkampf 2009. Da waren Sie auf dem Rudolfplatz und haben etwas ganz Grandioses erzählt. Ich habe Sie dafür so gefeiert, aber die Kölner haben es wieder nicht begriffen. Sie haben nämlich gesagt, wenn Sie Kölner wollen, dass hier sich was verändert, dann müssen Sie mit hoher Prozentzahl die Linke wählen. Weil dann wird nämlich von überall aus der Republik werden Wahlkampfanalysten ankommen und Berater und werden sich überlegen, wieso denn die Leute hier so verrückt spielen, dass die alle links wählen. Und so eine Idee, die Sie damals diesbezüglich, ich habe das sofort verstanden, so ging es mir, als ich das erste Mal 2005 die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens ging. Ich dachte in beiden Fällen, Mann, ich wäre von alleine nicht drauf gekommen, aber das ist genau die richtige Ansage, genau die richtige Geschichte, weil man damit sozusagen die Welt auf den Kopf stellt. Unabhängig von meinen Bedenken, Schritt für Schritt gibt es ja eine Entwicklung zumindest in diese Richtung. Also so schlimm ich Hartz IV finde und vor allem die Sanktionen finde und so weiter, aber es ist ja schon ein Stück in diese Richtung.
Nun ist es nur in den Gesellschaften noch höchst unterschiedlich ausgeprägt und sieht in anderen Gesellschaften ganz anders aus. Was mir gefallen hat und mich zugleich entsetzt hat, es ist aber nur ein Parallelvergleich, als ich Senator war, Wirtschaftssenator, ging ich da so die Büroräume ab und dann traf ich welche, die hatten folgende Aufgabe. Wenn es in Berlin zu einer schweren Naturkatastrophe kommt oder zu einer Revolution oder einer Konterrevolution oder einem Krieg oder sonst was und die Ernährung und Wasserversorgung der Bevölkerung und Decken ist alles nicht mehr gesichert, dann kann jede Bürgerin und jeder Bürger zum Bezirksamt gehen und kriegt dort das Notwendigste. Mhm. Einmal am Tag oder einmal die Woche oder was weiß ich. Und das Interessante war, dass es in meinem Büro, wir waren ja nicht Bezirk, wir waren ja Senat für ganz Berlin, Leute gab, die dafür zuständig waren, in einem solchen Fall die 200.000 illegal in Berlin Lebenden zu versorgen. Okay. Und das Kunststück bestand darin, dass man sagte, die müssen dahin kommen, die müssen das bekommen, die müssen ihre Identität nicht preisgeben, aber man muss trotzdem einen Weg finden, dass sie nicht zweimal kommen können. Mhm. Das ist alles sehr deutsch gedacht. Aber ich glaube, gab es denn eine Lösung dafür? Weil das ist nämlich eine spannende Frage. Gab es eine Lösung, aber jetzt sage ich Ihnen, glauben Sie, in Italien denkt jemand darüber nach, wie die Illegalen versorgt werden? Das finde ich positiv, dass wir über sowas nachdenken und dafür im Büro machen. Dass sie allerdings nichts anderes machten, das ging nun bei mir nicht. Ich habe gesagt, jetzt kriegt er noch eine richtige Arbeit und einmal im Jahr, zwei Wochen, macht er die Struktur neu. Das reicht nicht das ganze Jahr über. Aber immerhin, das ist, sagt ja auch was aus. Aber schauen Sie, mir fällt nämlich auch wieder der Gedanke ein. Stellen Sie sich doch vor, mit einem bedingungslosen Grundeinkommen haben ja die Menschen die Möglichkeit zu sagen, nein, diese Arbeit mache ich nicht. Und mein wichtigstes Beispiel ist, stellen Sie sich vor, wir würden dann nicht mehr drittgrößter Waffenexporteur sein, weil die Leute nicht mehr in den Waffenproduktionsstätten arbeiten. Aber oder eben große Teile davon. Verstehe ich, aber schwieriger wäre, wer sticht den Spargel? Dazu haben wir beide keine Lust. Nee, gut, aber das ist aber eine ganz tolle Sache. Ich bin ja jemand, ich liebe Spargel. Ich auch. Aber wenn ich keinen kriege, ist das auch nicht weiter schlimm. Und ich habe zum Beispiel auch in meinen Vorträgen, ich glaube an die Selbstorganisationsfähigkeit von Gesellschaften. Immer. Das glaube ich auch. Also das heißt, ich denke, also, wenn irgendwie den Müllabfuhr streikt. Trotzdem, nein, wir müssen dann einen Anreiz wieder dafür schaffen. Das glaube ich nicht. Das ist hochkapitalistisch. Ja, das klar. Und das wieder, in meinen Augen widerspricht das so ihren Denkansätzen. Nein, es stimmt nicht. Weil wir brauchen kein Anreizsystem. Ich habe einmal in meinem Leben Spargel gestochen. Ich würde es nie wieder machen. Ich kam gar nicht mehr aus dem Bett, weil mir alles wehtat. Und deshalb weiß ich, wenn ich also nicht einen gewissen Anreiz dafür schaffe, wird das schwierig. Ich bin ein Gegner von Sanktionen und ein Anhänger von einem Bonussystem. Mhm. Und zwar gar nicht so sehr, weil ich sage, nur dann macht derjenige das, sondern weil ich bestimmte Dinge einfach anerkannt sehen will, die heute eben, wie Sie völlig zu Recht sagen, nicht anerkannt werden. Ob ich das Ehrenamt nehme, ob ich den Hartz-IV-Empfänger oder die Hartz-IV-Empfängerin nehme, die richtig kämpft und sich bewirbt. Und sie es gibt ganz davon. Viele Beispiele. So, in Deutschland ist ein Viertel der Bevölkerung von Armut da betroffen. Da haben Sie recht. Ich finde Sie ja schlau, ich höre Ihnen auch gerne zu. Wissen Sie auch warum? Weil Sie leidenschaftlich sind. Was ich mag, sind leidenschaftliche Leute. Es gibt ja in Deutschland immer das Missverständnis, dass man nur seriös ist, wenn man langweilig ist. Das stimmt nicht. Habe ich auch schon mehrfach gesagt und ich hoffe, dass ich ein bisschen versucht habe, das Gegenteil davon zu beweisen, aber Sie auch mit Ihrer Leidenschaft. Wie machen wir jetzt weiter? Wann einigen wir uns? Ja, keine Ahnung. Ich fände es zum Beispiel toll, wir haben in der nächsten Woche, 14. bis 20. September, die 8. internationale Woche des bedingungslosen Grundeinkommens. Ja. Also zum 8. Mal machen wir immer in der 3. Septemberwoche eine Woche, wo Aktionen und Veranstaltungen in der Öffentlichkeit sind. Die Woche ist bei mir sehr voll. Aber das ist mir schon klar. Aber es würde vollkommen ausreichen, wenn Sie ein kleines Grußwort jetzt und hier einfach in die Kamera zu diesem Ereignis sagen. Das fände ich schon mal ganz hervorragend. Also, liebe Fans von einem bedingungslosen Grundeinkommen, ich möchte Ihnen Folgendes sagen. Als die Arbeitsgemeinschaft in meiner Partei für ein bedingungsloses Grundeinkommen gegründet wurde, führend von Katja Kipping, unserer Parteivorsitzenden, damals war sie noch nicht Parteivorsitzende, wollte sie unbedingt, dass ich hinkomme und die Eröffnung mache. Und das habe ich gemacht, obwohl ich ja kein Fan des bedingungslosen Grundeinkommens bin, was sie aber wieder alle gefreut hat. Deshalb stört es mich gar nicht, weil sie ja zum Teil durchaus in die richtige Richtung denken und weil wir ja tatsächlich ein bisschen die Welt auf den Kopf stellen müssen. Und selbst wenn ihre Gedanken im Augenblick noch nicht eine Mehrheit erreichen,
Schritt für Schritt gibt es ja doch zumindest Strukturen, die schon ein bisschen ähnlich aussehen. Was mich stört, das will ich Ihnen auch sagen, ist, dass wir im Augenblick in Europa und weltweit die gegenteilige Entwicklung erleben. Es geht nicht so langsam wieder in die Richtung mehr soziale Gerechtigkeit, sondern genau in die umgekehrte Richtung. Dagegen müssen wir was tun. Und deshalb meine Bitte, abgesehen von der Diskussion um das bedingungslose Grundeinkommen, wo ich eben doch Bedenken habe, die ich alle hier formuliert habe, die werde ich jetzt bei Ihnen nicht wiederholen, kämpfen Sie auch um die anderen Sachen. Es wird höchste Zeit. Wir brauchen Frieden. Es muss aufhören, dass das Vermögen in immer weniger Händen so konzentriert wird und die Armut sich so verbreitet. Und deshalb, so wichtig Ihre Debatte ist, nicht die andere vergessen. Und dann wünsche ich Ihnen schöne Tage in Berlin. Ich muss Ihnen noch was sagen, wenn Sie in Berlin sind, Berlin ist pleite. Wenn Sie Geld haben, geben Sie es hier aus. Wir brauchen das dringend. Tschüss. Es ist eine weltweite internationale Woche, aber das mit Berlin ist auf jeden Fall klasse.